heute mal ein bisschen was anderes. Heute holen wir mal ein Schiff. Und eventuell wird es das dort sein. Also ein Schiff, was sozusagen nagelneu ist, wenn meine Informationen stimmen, was mit einem Tieflader gebracht wird und was hier gleich mit diesem Kran zu Wasser gelassen wird. Ja, das ist das Schiff. Ja, so habe ich mein Schiff, was ich gleich fahren werde, auch noch nicht gesehen. Es kommt sozusagen an. Eine Gruno 37 Classic Excellent. Laura Karasek und Mozzi Mabuse. Der Mann ist gerade mit diesem Schiff und mit diesem Hänger und mit diesem LKW diese Strecke von dort vorne rückwärts gefahren. Und ihr habt nicht mal 100 Meter geschafft. So, das ging ein bisschen hauruck jetzt gerade, denn der Thomas war gerade noch hier. Wir haben die ganz schnell fahrbereit gemacht, Leinen rausgeholt, nur zwei Fender gefunden. Wir haben noch kein Verdeck, der Anker hängt dort vorne noch auf halb acht. Aber ich möchte eben um 17 Uhr dort durch die Drehbrücke und deswegen haben wir uns einfach mal ein bisschen beeilt. Ja, nagelneues Schiff, unglaublich neu. Bei 35 Grad im Schatten ein nagelneues Schiff holen, das noch kein Verdeck hat. Oh, die Zusatzinformationen, liebe Kollegen, habt ihr wohl vergessen mir zu geben. Dann hätte ich mir vielleicht einfach nur noch eine Mütze eingepackt. Aber alles gut, es ist 17 Uhr, es ist verdammt warm und wir warten darauf, dass wir durch die berühmte Drehbrücke in Malchow fahren können. Gegenseite hatte zuerst grün. Und wir sind dann dran. Also wir hätten sogar noch ein bisschen Zeit gehabt. Kraftstoff ist auch so drin, dass wir ja, es eigentlich schaffen sollten. Boah. Kühlwasser kommt raus, alles in Ordnung. Und damit sollte der Motor auch gekühlt werden. Wir gucken uns trotzdem sicherheitshalber dann ein bisschen die Temperatur an. Noch ist alles in Ordnung. Ja. 7,6 Motorstunden hat das Gerät bisher runter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und habt ihr das gesehen, wie das mit dem Kran transportiert wurde? Also Weltklasse. Ja, die meisten wollen einfach nur Schiff fahren und hoffen, dass alles in Ordnung ist. Aber diese Tätigkeiten gehören alle mit dazu. Auf den LKW drauf, schon allein wie der LKW rückwärts fuhr, war eine Meisterleistung. Also das war so stark, weil ich fast das Gefühl hatte, dass der Kollege das nicht zum ersten Mal gemacht hat.
Ja, und wir schaffen es kaum, rückwärts in die Parklücke zu kommen. Egal. Na, dann sozusagen an den Kran gehängt, an diese riesigen Gurte, an diese eigentlich sehr dünn aussehenden Stahlseile. Und trotzdem ohne Problem angehoben, abgesetzt. Na, die Welle musste nicht mehr entlüftet werden. Da war sogar schon Wasser dran. Das sind ja alles wassergeschmierte Wellen. Also scheint alles in Ordnung zu sein. Ich gucke wahrscheinlich gleich noch mal kurz unten rein. Aber jetzt gucken wir erstmal hier durch die Brücke durchzukommen. Er wird also gleich umschalten. Und dann folge ich hier der schicken Futura 40. Die Kollegin scharrt schon mit den Hufen und will jeden Augenblick durchfahren. Oh, dann geht's nach Hause. Flesensee und Kölpinsee warten auf uns. Jungfernfahrt und dann gleich durch eure Brücke. Ja, das ist sogar. Ich danke dir, ne? Und dennoch geradeaus. Ich probier's. Super Wetter und wir haben hier diese nagelneue Gruno. Ich glaube Monique 5 oder so wird sie mal heißen. Ich habe nur ein bisschen Zeit gehabt hier bei den anderthalb Stunden. Wir kommen aus dem Kölpinsee raus, sehen schon die Einfahrt in den Regkanal. Aber ich habe es gerade geschafft, mein Handy mit diesem Soundsystem zu verbinden über Bluetooth. Und da kann ich nur Folgendes sagen. Hurra, hurra, wir scheiß Ossis, versauen euch den Tag. Scheiß Ossis, wir sind die, die keiner fragt. Wir scheiß Ossis, heute sind wir blank am FKK. Na, wenn das Materia sagt. Ja, der Campingplatz brennt. Bier vor Talent. Uns hat der Westen verpennt. Asbest, das ihr kennt. Ja, ihr fühlt euch ganz grob. Doch wir haben auch ein Frankfurt, ihr seid der goldene Handschuh. Wir randalieren im Sonderzug nach Pankow. Komm, geht ihr schon zum Bowling? Fahrt Snowboard, ich geh zum Turmspring. Bin stark wie die Rechte von Henry. Mann, ich war mit 6 und auf Doping. Yeah, der Osten erobert die Welt. Rammstein, Tokio Hotel, die Prinzen, Finch, Kraftclub, Tretti. Und ihr seid nur buntes Konfetti. Hurra, hurra! Wir scheiß Ossis, versauen euch den Tag. Scheiß Ossis, wir sind die, die keiner fragt. Wir scheiß Ossis, heute ziehen wir blank am FKK. Yeah. So, nagelneues Schiff. Da haben wir's. Muss natürlich aufgetankt werden, aufgebaut werden, Persenning aufbauen. Scheiben müssen eingesetzt werden und alles sowas. Und dann ist sie bereit für den ersten Einsatz. Aber eins kann ich schon mal sagen, die fährt. Das macht sie auf jeden Fall schon mal. Und das ist gar nicht mal schlecht. Sogar eher gut. Ne? Und wie gesagt, mein Lieblingsteil, Mucke. Also, ich finde, ich habe mir jetzt durch diese Überführung den grünen Kapitänsorden mit Eichenlaub verdient. Oder?